So, ja, also, jetzt mal ein bisschen leiser das Ganze hier, okay, das ist der kleine, jetzt muss ich gucken, 1, 2, jo, so machen wir das. Also, das hier ist der kleine Roland Mobile Cube oder Cube, ja. Den möchte ich euch heute hier vorstellen. Spezifikation ist Gewicht 2,5 Kilo. Die Größe Breite 28. Die Höhe knappe 18. Und hier die Tiefe 10 cm. Etwas über 10. Mit Bügel, also ein Haltegriff hier dazu, empfiehlt sich aber, da gibt es optional eine Tasche dazu von Roland, dass man sich die dazu kauft, weil wenn man ein bisschen auf der Straße Musik machen will, dann ist das am besten wohl, man packt den auch gut ein, macht wenig Sinn, dann am Henkel da umherzutragen. Ja, ich habe mir das Teil gekauft, weil ich dieses Jahr hier mit meinem Führhund und meiner Gitarre und so dem kleinen Amp hier auf Tour gehen möchte, so ein paar Städte rumfallen und einfach mal irgendwie ohne Ziel auf eine Stadt fahren, wenn es da gefällt, am Bahnhof aussteigen und da mal so eine halbe Stunde rumbrellern und dann wieder in den Zug rein und dann wieder ab nach Hause oder so. Also sowas habe ich vor. Deswegen habe ich nach einem batteriebetriebenen M gesucht, der auch eine lange Leistung hat. Also ich habe da keine Lust, alle 5 Minuten die Batterien zu wechseln. Mit diesen Batterien hier spielt der kleine M circa 15 Stunden. Optimal geregelt von Roland. Ja, Gewicht habe ich gesagt, 2,5 Kilo, Größe, ist ausgestattet mit zwei 4 Zoll Lautsprechern, man hat mehrere Anschlussmöglichkeiten, einmal auf dieser Seite hier für Kopfhörer, für Netzteil und dann hier an Ausknopf ist hier. Auf der anderen Seite hat man insgesamt drei Anschlüsse, Klinkenstecker 6,3 die Größe, für Gitarre, also Instrumenten, Keyboard, Mikrofon etc. pp. Und nochmal zwei Cinch-Eingänge. Da kannst du dann wahrscheinlich einen kleinen MP3-Player dran, wenn du so als Bekleidung das haben willst. Bei dem Mikrofon, da müsst ihr drauf achten. Ich hatte versucht, mein Sennheiser Headset-Mikrofon anzuschließen. Das funktionierte nicht. Dann habe ich schon gedacht, der wäre kaputt. Dann habe ich bei Thomann angerufen und dann hat man mir wohl gesagt, das ist ein Kondensator, das funktioniert nicht, weil dann braucht man wieder eine Phantomspeisung. Und ja, ich denke mal, das macht alles sehr, sehr wenig Sinn. Wenn ich auf die Straße möchte, dann möchte ich nicht mit ganz viel und schwerem Ballast umherlaufen, sondern ich möchte einfach einen Rucksack für die Gitarre, eine kleine Tasche für den Amp und dann möchte ich losgehen. Ich möchte nicht noch einen Mikrofonständer und Mikrofon und dies und jenes und hinten und vorne mitnehmen, sondern ganz einfach, ich möchte da Freiheit spüren und nicht hier mit irgendwelchen, was nützt mich so eine tolle Uhr, wenn ich so eine riesen Akkus damit zutragen muss, also gar nichts. Thomann hat mir dann empfohlen, Mikrofon, schlappe 700 Euro und dann habe ich zu ihm gesagt, zu dem jungen Mann, sag, ja, das macht dann viel Sinn, ich kaufe mir einen Verstärker für 150 für die Straße
und kaufe mir dann ein Mikrofon für 700. Passt irgendwie nicht. Lieber Thomann, überdenk mal da deine Politik. So, es gab auch keine Alternative bei Thomann, so wie der Junge mir sagte. Also das Billigste wäre gewesen 150 Euro für einen Shure. Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe dann versucht, mein Mundharmonika-Ständer, und habe da einfach ein dynamisches Mikrofon reingesteckt. Das funktionierte auch. Das war die billigste Variante, weil ich das Zeug hatte. Das war aber nicht für mich erfüllend. Deswegen habe ich gesagt, wo kriegst du jetzt ein dynamisches Headset-Mikrofon her? Und da bin ich bei Amazon drauf gestoßen. Hier, das ist dieses Mikrofon hier. Kostet 18 Euro. Ist gut. Ich muss sagen, ist gut. Ob es jetzt Studioqualität hat, möchte ich eigentlich gar nicht sagen, weil wenn ich auf Straße bin und da es rattert und raschelt und rumpelt und bummelt, dann ist mir das eigentlich egal, ob ich da, ich möchte nur etwas verstärkt von der Stimme her, ohne dass ich dann abends so einen dicken Hals habe, rüberkommen. Für mehr ist das eigentlich hier nicht gedacht. Ich will da jetzt keine riesen Hallen da bespielen, möchte mich einfach irgendwo in eine Einkaufspassage hinsetzen. Da ist eine Bank, da setze ich mich hin, meinen Hund lege ich dann ab, dann baue ich das auf, dann fange ich an zu spielen und dann habe ich Spaß. Und wenn ich dort eine Stunde gespielt habe, packe ich wieder ein, fahre nach Hause oder sonst irgendwo anders dahin. Das möchte ich dieses Jahr machen und deswegen habe ich mir diesen Amp gekauft. Er hat hier unten auch einen tollen, wo ich ihn draufgeschraubt habe, ist vorgesehen ein Flansch. Das ist also hier der Mikrofonständer und da kann man auf dem Flansch draufschrauben. Ist toll, hilft mir aber für die Straße auch nicht, weil ich habe, wie gesagt, keine Möglichkeit, noch einen Mikrofonständer und noch dies und jenes mitzuschleppen. Also ich werde ihn irgendwo auf dem Fußboden stellen oder da, wo er nicht umfallen kann und werde anfangen zu spielen. Das ist so meine Philosophie jetzt momentan. Das möchte ich machen, das mache ich. Und ja, Mikrofon 18 Euro. Wer wissen will, welches, was, wo, wie, gebe ich gerne, setzt mir hier einen Post drunter. Ich gebe da gerne weiter und sage euch, was das für ein Teil ist. Genauso wie das Netzteil kostet bei Thomann 29 Euro. Macht ja auch Sinn, wenn man zu Hause ist, dass man es auf dem Netzteil spielt. Ich habe dann bei Amazon für diesen, genau für exakt diesen Roland Mobile Cube ein Netzteil gefunden für knappe 6 Euro. Und dann sage ich mir, man kann es auch so machen. Und das ist, ist ja legitim. Also wer wissen will, welches Netzteil, einfach gucken bei Amazon für, gibt ein Roland Mobile Cube Netzteil und dann hat er mir das ausgeschmissen und dann habe ich mir das gekauft und es funktioniert. Einmal frei, ich habe da, das ist also ein No-Name Netzteil und das funktioniert, gibt genau den Strom ab, den es braucht, einmal frei. Dieses hier ist jetzt so, dass man da mehrere Einstellmöglichkeiten hat. Ich versuche das jetzt mal euch etwas nahe zu bringen. Das heißt, ich muss dann das Mikrofon mal nehmen. Ich hoffe, dass es einigermaßen jetzt kommt. Also, ich habe hier auf der linken Seite Mikrofonlautstärke, einmal separate Mikrofonlautstärke, Punkt. Dann kommt der zweite Schalter, ist für das Instrument entweder Akustikgitarre, E-Gitarre, Keyboard, Bass kann man glaube ich sogar auch anschließen. Dafür ist dieser Schalter hier der zweite Schalter vorgesehen, also für das Instrument. Die Eingänge sind hier drüben für die Instrumente, müsst ihr gucken, wo die Eingänge sind. Und dafür oben, hier oben, so ein Drehschalter rastet ein, auf jedem Instrument einmal. Gut. Dann habe ich nochmal ein Volumen für
das Instrument, also ich kann das Instrument mit Volume und Mikrofon Volume habe ich. Kann mir das so anpassen, wie ich das brauche. Und habe noch mal hier bei dem Volume fürs Instrument ein, das ist ein, Moment, hier bin ich, so ein Delay-Schalter. Ich kann dann Delay noch für die Gitarre reinbringen. Dann habe ich hier einen Schalter, da habe ich leider nicht herausgefunden, wie was er ist. Aux, also ich weiß nicht, wenn ich den drücke, da passiert nicht viel. Mir ist jetzt wichtig, erstmal die beiden anderen Schalter, Drehregler. Da ist einmal für die Tonhöhe, Mikrofon-Tonhöhe, kann ich hier Tonhöhe, kann ich ein bisschen dumpfer, ein bisschen die Tonhöhe verstellen. Und dann habe ich den letzten auf der rechten Seite Schalter ist, du hast einmal einen Nullpunkt, wenn du ihn entgegen der Uhrzeigersinn drehst, hast du ein Delay und wenn du nach rechts in Uhrzeigersinn drehst, hast du dann den Reverb. So, da kannst du dich dann komplett einstellen, was du haben willst. Also wie gesagt, nochmal, so geht's so. Das ist jetzt entgegen der Uhrzeiger und da kannst du das einstellen und das ist jetzt mit Uhrzeiger, mit das ist ein schönes Spielzeug, kann man sich für seine Stimme einstellen, was man haben will. Okay, das ist im Prinzip und großen Ganzen alles an diesem Verstärker. Ja, ich habe im Nachgang mache ich ein paar Songs, nur so als mal als Beispiel, wie sich das so anhören kann. Sicherlich habe ich die Feinjustierung noch nicht für mich herausgefunden. Das muss man sich dann aber der Straße anpassen. Also wenn man wo ist, wo man dann sagt, muss man ein bisschen lauter drehen oder sonst irgendwas. Hier im Raum macht es wenig Sinn, das Ding aufzudrehen. Er ist wahnsinnig laut für seine 2x2,5 Watt. Aber es geht ja auch hier nicht um Lautstärke. Man will ja da keinen weghauen, sondern man will einfach nur ein bisschen verstärkt rüberkommen, dass man die Stimme ein bisschen schonen kann und auch die Gitarre nicht da mit elendlich quälen muss. Dafür habe ich das gedacht. Und das wird so meine Aktion geben im Sommer irgendwo. Ich hoffe nur, dass wir schönes Wetter haben. Dann mein Digger hier, mein Leon, der freut sich dann auch. Dann gehen wir auf Tour und dann geht er richtig ab hier, der Punk. Und wenn ihr mich irgendwo seht, dann kommt zu mir ran und dann halte man einen schönen Smalltalk. Ja, das ist so die Vorstellung Roland Mobile Cube. 149 Euro bei Thomann abgegriffen. Kaufen kann ich nur sagen, wirklich geiles Ding. Für mich passt es. Und macht ja wenig Sinn, wenn man auf der Straße will, dass man dann so 20 Kilo neben sich herschleift. Das Ding ist ideal. Da kann ich nur sagen, Leute, kaufen. Ich sag, ciao, bye, bye. Das ist eines meiner Verstärker jetzt. Verstärker, das hört sich schon gut an. Verstärker. Also ich finde das gut, das Teil. Und wer nochmal so eine Idee hat für eine Gitarre, die auch im Rahmen ist. Ich habe da schon einiges auch mich belesen, aber das sind dann alles so Preise, wo man sagt, macht wenig Sinn. Ich habe also auch keine Lust, mit einer Gitarre für 700-800 Euro irgendwo auf der Straße und die patscht mir irgendwo auf und ich hau mir eine Beule, also eine Macke rein. Eine Beule ist gut, also eine Macke rein, das macht wenig Sinn. Ich bin entweder gehe ich mit der ganz billigen HB auf Tour, dann, das ist diese Roundback-Gitarre, die ist aus Plastik in Anführungszeichen. Ich bin da am Überlegen. Wer da nochmal so einen guten Vorschlag hat, mir auch bitte posten. Wäre ich euch richtig dankbar. Aber wie gesagt, es muss auch in der Relation stehen. Sonst macht das ja keinen Sinn. Ja, ich bedanke mich, sage ciao. Hier mal so ein paar Hörbeispiele. I am sailing home again across the sea.
Iron City. Stole me wooden to be with you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be with you. Du stehst hier am Bahnhof in deiner Stadt, bittest dich jedem Mann, der für dich ein Stück Glück hat. Dein Glück, das heißt Heroin, du nimmst auf LSD, Crack und Kokain. Du willst doch nur vergessen. Man brach dir die Flügel in deiner Kinderzeit. Noch dafür ein bisschen Dankbarkeit. Deine Mutter immer auf Tod, dein Vater im Knast, nur der Nachbar war für dich da, du hast das Spiel so gehasst. Du hast das Spiel so gehasst. Heroin gibt dir niemals das Glück, das du suchst. Es macht dich kaputt und deine Seele stirbt Stück für Stück. Deine Seele When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle. And then, oh, cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Mexicana. And then, oh, cotton fields back home. Oh, when the cotton bolls get rotten, you can pick very much cotton in the oh. Cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texas again. And then, oh, cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle. And then, oh, cotton fields back home. Yeah, it was down in Louisiana, just about a mile from Mexicana. And then, oh, cotton fields back home. And then, oh, cotton fields back home. Hallo, Anja, musst du wirklich schon gehen? Was wie die kriegt man hier selten zu sehen. Ruf doch einfach da oben mal an.
gefragt, ob du bis morgen früh bei mir bleiben kannst. Sehen alle Engel so aus wie du? Ich dachte immer, Tequila ist für Engel tabu. Sag mal, bringt euch den Elvis den Rock'n'Roll bei? Ist der alte Herr da oben wirklich noch schwindelfrei? Tausend Laternen, Gut und Geld gibt es viel auf der Welt, aber die gibt's nur einmal für mich. Es gibt tausend Lippen, die küssen. Das war Kostprobe hier vom kleinen Ampil. Und aber wie gesagt, es ist jetzt ganz leise gestellt. Es wird wahrscheinlich auch ab und zu noch übersteuern da hinten, weil das eigentlich für den Raum dann doch zu laut ist. Okay? Nur mal, dass man, wenn ich dann auf Straße bin, werde ich auch mal Videos reinstellen, wie das so rüberkam. Hoffentlich bleiben ein paar Leute stehen. Oder sie laufen ganz schnell weg. Das kann auch sein. Ciao, bye bye, euer Ralfi Bärchen.